Ja, dann fangen wir an mit Jenny Gaugigl. Für dich gab es auch zwei Fragen über unsere Facebook- und Twitter-Fragenaktion. Frage Nummer 1, wie kann man denn überhaupt in die Jugend des FC Bayern kommen? Welche Möglichkeiten gibt es da für junge Spielerinnen aus Bayern oder auch aus ganz Deutschland zum FC Bayern zu kommen? Ja, also einerseits kommt man über die Bayern-Auswahl oder über verschiedene Auswahlen zum FC Bayern. Da wird dann meistens der Kontakt mit den Trainern eben hergestellt und andererseits kann man sich auch bei uns im Internet bewerben. Ja, und wie lief es dann bei dir? Also wie bist du und in welchem Alter zum FC Bayern gekommen? Und vielleicht kannst du auch noch kurz schildern, wie sich jetzt seitdem dein Werdegang entwickelt hat. Ja, also ich bin zuerst über den Stützpunkt und dann eben in die Regionalauswahl, in die Bayern-Auswahl gekommen und so dann zum FC Bayern. Und genau, da spiele ich jetzt seit 2010, also seitdem ich 13, 14 sowas bin, habe da die Jugend dann durchlaufen und ja, jetzt immer so zwischen erster und zweiter Mannschaft ein bisschen hin und her, aber jetzt mache ich mal die Vorbereitung bei der ersten Mannschaft mit. Wir haben jetzt Laura Feiersinger, österreichische Nationalspielerin bei uns. Auch an dich gibt es zwei, drei Fragen unserer Fragenaktion. Eine ganz interessante ist natürlich die, welche die beste FIFA-Playerin, Spielerin ist unter euch. Also wer sich an der Spielekonsole am besten betätigt. Wie schaut es da aus? Ja, das bin ich. Also ich denke, dass die meisten FIFA-Spieler von uns allen, die Leo, die wohnt ja mit mir zusammen, die hat schon öfter probiert, dass mir mal schlägt, aber es war bis jetzt noch nicht der Fall und ja, bis jetzt habe ich die FIFA-Krone auf in unserer Mannschaft. Ja, herzlichen Glückwunsch dann dazu auch. Eine andere Frage ist, du schaffst es ja auch, den Sport und dein Studium unter einen Hut zu bringen. Vielleicht kannst du kurz erklären, was du seit deiner Matura jetzt machst und wie das klappt, diese beiden doch recht zeitintensiven Sachen miteinander zu verbinden. Ja, nach der Matura habe ich ein Jahr Pause gemacht und jetzt studiere ich seit Oktober, studiere ich wissenschaftliche Grundlagen des Sports. Und zurzeit ist es ein bisschen stressig, weil ich jetzt dann auch bald Prüfungen habe und dann bin ich eigentlich nur am Lernen in der Uni und am Fußballplatz. Das ist dann schon ein bisschen anstrengend, weil halt wenig Zeit bleibt für was anderes. Aber wenn jetzt nicht gerade Prüfungen anstehen, dann kann ich das eigentlich ganz gut verbinden. Katja Schroffenegger, schön, dass du auch hier zum Hallenpokal gekommen bist. Wie schaut es bei dir aus mit dem Heilungsverlauf? Wann bist du voraussichtlich wieder einsatzfähig? Ja, also bis jetzt läuft es sehr gut. Ich kann eigentlich schon viele Sachen machen. Habe jetzt so langsam angefangen mit Laufen. Und ja, jetzt langsam fange ich jetzt an mit Koordinationsleiter, mit einfachen Sprüngen, mit einfachen Dingen, um wieder das Vertrauen ins Knie zu finden. Und ja, ich möchte jetzt keinen Termin festsetzen, wann ich wieder auf dem Platz sein will. Ich will ganz gesund zurückkommen, will mich da jetzt auch nicht stressen. Und ja, hab da jetzt keinen Zeitpunkt festgelegt.